Projekterap. Yo, Kinderchens, hier ist MC Kuttelfisch. Viel Spaß mit dem Projekterap zu Splatoon. Bow, wow, wow, winky, yo, winky, yay. 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 Mach den Sound laut, dann spielt jeder mit Splatoon. Online zocken alle mit, es geht klick, klick, boom, ich steh mit Wechsroller da, was willst du, Wichser, tun? Geh lieber in deine Tinte und verpiss dich, Dude. Ansonsten wirst du andersherbiege in Klinge abgespritzt. Wenn ich das sage, meine ich das nicht mal rassistisch. Auch nicht pervers, denn ich hab nicht mal eine Latte, Bitch. Laber nicht, denn jeder hier weiß, dass du ein Lappen bist. Online wirst du von meiner Wenigkeit platt gemacht. Mit dem, wie du sagst, Wechsroller spiel ich geil. Du nur lappenhaft, dir geb ich den Rest mit dem Tintentitan. Somit fick ich dich, Bruh. In deinen Arsch, also laber nicht von Skill mit deinen 200 Punkten. Online bist du wegen der schlechten Leistung ganz unten. Wer weiß am meisten Bescheid zu Waffen in Nazis laden? Lass mich raten, na klar, bin Laden. Auf nach Inkopolis, hier geht die Party ab. Auch wenn du am Boden bist, wir machen den Tag zur Nacht. Und wenn du jetzt komisch blickst, komm ich und klatsch Spaß, ich mach dich nass. Und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis, hier wird gefeiert. Jeden fucking Tag machen wir hier zum Freitag. Inkopolis, komm kämpf doch mit. Egal ob zu viert, zu sechst oder zu dritt. Inkopolis, mach dich nackig. Denn heute machen wir eine Afterparty. Inkopolis, das nächste Plätzchen. Wenn Thema ist, haltet euch gut fest, Fenster oder Tisch. Kommen wir mal zur Story des Spiels. Die banale Story, in die sich jeder Trottel verliebt. Wer diese alte Nudel ist, die da aus dem Gully blickt, das ist Captain Kuttelfisch. Hallo. Das alte Furzgesicht, folgen wir ihm, landen wir im Octo-Distrikt, sagt er zu uns. Wir sind die neue Hoffnung im Biss und ich weiß, dass dich alter Trottel das knickt. Doch ich verzieh mich jetzt, denn ich kämpf lieber online, du Bitch. Nein, du rette die Elektrowelt, nur so wirst du in den Kopolis zum echten Helden. Und rette meine Enkelin Aioli und Limone. Du weißt doch, wen ich meine, die zwei poppigen Ikonen. Ist ja gut, alter Mann, ich bin der Bimbo. Du weißt, ich bin nicht Randomkai. Nein, ich bin Nummer 3 und so schlage ich mich durch. Durch 5 lange Zungen, nebenbei kill ich Bosse und schreibe als Künstler die Strophen, bis es dann zum Schluss zu DJ Octario ging. Welcher von der Schwierigkeit her so gerade noch ging. Egal, Phase um Phase, ich gab ihm den Rest und habe ihn so in sein Grab reingesteckt. Somit wurde ich zum Helden und bewies, dass Octarianer doch nur Hunde sind, die bellen. Back in den Kopolis werf ich den Blick auf den Tintenturm und mein Glubschock fällt auf, der Elektrowelt chillt jetzt dort. Auf nach Inkopolis, hier geht die Party ab. Auch wenn du am Boden bist, wir machen den Tag zur Nacht. Und wenn du jetzt komisch blickst, komm ich und klatsche Spaß, ich mach dich nass. Und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis, hier wird gefeiert. Jeden fucking Tag machen wir hier zum Freitag. Inkopolis, komm kämpf doch mit. Egal ob zu viert, zu sechst oder zu dritt. Inkopolis, mach dich nackig. Denn heute machen wir eine Afterparty. Inkopolis, das nächste Plattfeld-Thema ist, haltet euch gut fest, Fenster oder Tisch. Yeah, oh. Schauen wir uns in Kopolis mal gut an. Na klar, die Shoppingmeile hier ist sehr booy. Aber sah für Kopfbedeckungen ist dann eine Mona am Start. Und hat für jeden Geschmack einmal die passende Mode parat. Im Emporium Qualani gibt es Kleidung für alle. T-Shirts und Pullis bietet der kleine Jean Qualle. In Shrimpy Shoes verkauft Shrimps und Schuhe an jeden. Doch ich will keine Schuhe, ich will leckere, gute Garnelen. Und bei Arzi im Kalmarsenal findest du Waffen, geiler Stuff. Hier kannst du dich richtig bewaffnen. Doch pass auf, denn die Sachen hier sind echt nicht billig. Und dass sie euch jemals etwas schenken, ist nicht so viel zum Booyah Bazaar. Kommen wir zum Mietrichter, aka Schiedsrichter. Da helfen auch keine Cheatsticker. Außerdem schläft er gern und gibt dir häufig Tipps. So wie Geld, je nachdem, wie du online Leute fixst. In den tiefsten Gassen zwischen Dojo und dem Sender chillt Stachelfisch Siggi, der Obertruppe Perna. Er zieht Kleidung von Mitspielern ab. Schämst du dich nicht? Du nach Scheiße riechender Punk. Um das Duell Dojo zu finden, muss man die Stufen hochrennen. Hier geht's darum, mit einem deiner Kumpel zu kämpfen. Hast du das getan? Geht es weiter nach links zum Sender. Doch wart mal, wer sind die beiden da drin? Das sind Aioli und Limone, die berühmten Sea Sirens. Die zwei freshen Girls, jedem hier die News mitteilen. Kann mich einer kneifen? Nur einmal bitte, sind das ihr die Squid Sisters? In Fleisch und Tinte? Limone, mein Schatz, du süßes Ding. Wenn ich beim Splatfest zu dir hoch auf die Bühne spring, bin ich mal so frei und spritz dir auf deinen Bauch. Komm schon, mein Baby, du willst es doch auch.
Auf nach Inkopolis! Hier geht die Party ab, auch wenn du am Boden bist. Wir machen den Tag zur Nacht, und wenn du jetzt komisch blickst, komme ich und klatsche Spaß. Ich mach dich nass, und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis! Hier wird gefeiert, jeden fucking Tag machen wir zum Freitag. Inkopolis! Komm, kämpf doch mit, egal ob zu viert, zu sechs oder zu dritt. Inkopolis! Mach dich nackig, denn heute machen wir eine Afterparty. Inkopolis! Das nächste Splatter-Thema ist, haltet euch gut fest, Fenster oder Tisch? Ich verzieh mich jetzt, denn ich kämpf lieber online, du Bitch. Nein, Dude, rette die Elektrowelt, nur so wirst du in den Kopolis zum echten Helden. Und rette meine Enkel in Aioli und Limone. Du weißt doch, wen ich meine, die zwei poppigen Ikonen. Ist ja gut, alter Mann, ich bin der Bimbo. Du weißt, ich bin nicht Randomkai. Nein, ich bin Nummer 3 und so schlage ich mich durch. Durch fünf lange Zonen, nebenbei kill ich Bosse und schreibe als Künstler die Strophen, bis es dann zum Schluss zu DJ Octario ging. Welcher von der Schwierigkeit her so gerade noch ging. Egal, Phase um Phase, ich gab ihm den Rest und habe ihn so in sein Grab reingesteckt. Somit wurde ich zum Helden und bewies, dass Octarianer doch nur Hunde sind, die bellen. Back in den Kopolis werf ich den Blick auf den Tintenturm und mein Glückschock fällt auf, der Elektrowelt chillt jetzt dort. Auf nach Inkopolis, hier geht die Party ab, auch wenn du am Boden bist. Wir machen den Tag zur Nacht, und wenn du jetzt komisch blickst, komm ich und klatsche Spaß, ich mach dich nass, und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis, hier wird gefeiert, jeden fucking Tag machen wir hier zum Freitag. Inkopolis, komm, kämpf doch mit, egal ob zu viert, zu sechs oder zu dritt. Inkopolis, mach dich nackig, denn heute machen wir eine Afterparty. Inkopolis, das nächste Splatter-Thema ist, haltet euch gut fest, Fenster oder Tisch? Yeah, oh. Schauen wir uns in Kopolis mal gut an, na klar, die Shoppingmeile hier ist der Booyah-Bazar. Für Kopfbedeckungen ist dann Mimona am Start und hat für jeden Geschmack einmal die passende Mode parat. Im Emporium Qualani gibt es Kleidung für alle, T-Shirts und Pullis bietet der kleine Jean Qualle. In Shrippy-Shoes verkauft Shrimps und Schuhe an jeden, doch ich will keine Schuhe, ich will leckere, gute Garnelen. Und bei Arti im Kalmarsenal findest du Waffen, geiler Stuff, hier kannst du dich richtig bewaffnen. Doch pass auf, denn die Sachen hier sind echt nicht billig, und dass sie euch jemals etwas schenken, ist nicht. So viel zum Booyah-Bazar. Kommen wir zum Mietrichter, aka Schiedsrichter. Da helfen auch keine Cheatsticker, außerdem schläft er gern und gibt dir häufig Tipps, so wie Geld, je nachdem, wie du online Leute fixst. In den tiefsten Gassen zwischen Dojo und dem Sender chillt Stachelfisch Sigi. Projekterap. Yo, Kinderchens, hier ist MC Kuttelfisch, viel Spaß mit dem Projekterap zu Splatoon. Bow, wow, wow, ink, yo, ink, yay! 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 Mach den Sound laut, dann spielt jeder mit. Splatoon, online zocken alle mit. Es geht klick, klack, boom, ich steh mit Rexroller da, was willst du, Wichser tun? Geh lieber in deine Tinte und verpiss dich, Dude. Ansonsten wirst du andersherbiege Innenklinge abgespritzt. Wenn ich das sage, meine ich das nicht mal rassistisch, auch nicht pervers, denn ich hab nicht mal eine Latte, Bitch. Laber nicht, denn jeder hier weiß, dass du ein Lappen bist. Online wirst du von meiner Wenigkeit platt gemacht. Mit dem Medusa Rexroller spiel ich geil, du nur lappenhaft. Dir geb ich den Rest mit dem Tintentitan, somit fick ich dich, Bruh, in deinen Arsch. Also laber nicht von Skill mit deinen 200 Punkten. Online bist du wegen der schlechten Leistung ganz unten. Wer weiß am meisten Bescheid zu Waffen in Nazis Laden? Lass mich raten, na klar, Bin Laden. Auf nach Inkopolis, hier geht die Party ab, auch wenn du am Boden bist. Wir machen den Tag zur Nacht, und wenn du jetzt komisch blickst, komm ich und klatsche Spaß, ich mach dich nass, und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis, hier wird gefeiert, jeden fucking Tag machen wir hier zum Freitag. Inkopolis, komm, kämpf doch mit, egal ob zu viert, zu sechs oder zu dritt. Inkopolis, mach dich nackig, denn heute machen wir eine Afterparty. Inkopolis, das nächste Plätzchen. Das Thema ist, haltet euch gut fest, Fenster oder Tisch. Komm
Kommen wir mal zur Story des Spiels. Die Banane-Story, in die sich jeder Trottel verliebt. Wer diese alte Nudel ist, die da aus dem Gully blickt, das ist Captain Kuttelfisch. Hallo! Das alte Furzgesicht, folgen wir ihm, landen wir im Octo-Distrikt, sagt er zu uns. Wir sind die neue Hoffnung im Biss und ich weiß, dass dich alter Trottel das Knie der Obergruppe Penner, er zieht Kleidung von Mitspielern ab. Schämst du dich nicht? Du nach Scheiße riechender Punk. Um das Duell Dojo zu finden, muss man die Stufen hochrennen. Hier geht's darum, mit einem deiner Kumpel zu kämpfen. Hast du das getan? Geht es weiter nach links zum Sender? Doch wart mal, wer sind die beiden da drin? Das sind Ayoli und Limone, die berühmten Sea Sirens. Die zwei freshen Girls, jedem hier die News mitteilen. Kann mich einer kneifen? Nur einmal bitte, sind das hier die Squid Sisters? In Fleisch und Tinte? Limone, mein Schatz, du süßes Ding. Wenn ich beim Splatfest zu dir hoch auf die Bühne spring, bin ich mal so frei und spritz dir auf deinen Bauch. Komm schon, mein Baby, du willst es doch auch. Auf nach Inkopolis, hier geht die Party ab. Auch wenn du am Boden bist, wir machen den Tag zur Nacht. Und wenn du jetzt komisch blickst, komm ich und klatsche Spaß. Ich mach dich nass und nicht nur ich, sondern die ganze Stadt. Inkopolis, hier wird gefeiert. Jeden fucking Tag machen wir zum Freitag. Inkopolis, komm kämpf doch mit. Egal ob zu viert, zu sechst oder zu dritt. Inkopolis, mach dich nackig, denn heute